Ja, Leute, was geht? Es ist wieder Mittwoch. Ihr seht schon einfach ein bombastisches Wetter. Ich sehe hier, so sehe ich gar nichts, weil die Sonne blendet übertrieben. Hier die kleine Mila ist am Start. Was hier jetzt mal? Wir holen uns ein bisschen Gras. Dann füttern wir hier die kleinen Tierchen. Komm hier. Jetzt kommen hier so kleine Rehe an. Hier ist ein kleines Naturschutzgebiet, immer wo ich Gassi gehe. Jetzt sollte der eigentlich essen. Die haben Angst vor der Mila, weil die Mila, die jagt die immer. Komm Mila, wir gehen weiter. Komm mit. Ja, und ihr wisst ja, Vlogtime, es ist zurzeit die Streamwoche. Heute ab 18 Uhr wieder bei mir auf dem Twitch-Kanal einschalten. Da seht ihr haufenweise Daisy. Natürlich Perry wieder dabei. Gestern war Nosekiller. Mal gucken, wer heute dabei ist. Vielleicht auch keiner, vielleicht machen wir alleine. Seid gespannt. Und ich muss sagen, für mich ist das übertrieben anstrengend zu streamen. Ihr müsst euch vorstellen, wir müssen ja streamen. So. Für euch ist es nur zugucken 4 Stunden, für uns ist es 7 Tage am Stück streamen. Und ich arbeite noch nebenbei, oder wir arbeiten, Perry arbeitet ja natürlich auch. Ich muss noch studieren nebenbei, lernen nebenbei, ich muss einkaufen, alles Mögliche machen. Und das ist schon nervenaufreißend. Ne? Vor allem, wenn man sich überlegt, so noch, ja, ey, beißt der Hund nicht einfach. Ne? Beißt der Hund nicht einfach. Nee, wenn man sich überlegt, so, die Leute wollen 24 Stunden Livestream, wollen immer, dass wir länger Livestream, das können wir nicht machen, so, das geht einfach nicht. Das könnten wir machen, wenn wir Vollzeit-YouTuber oder sowas wären, aber im aktuellen Status, neben der Arbeit, geht das nicht. Und ja, heute habe ich meinen freien Tag, deswegen kann ich wieder mit meiner Kleinen hier Gassi gehen. Wird schön hier ein bisschen jetzt, gucken, was los ist. Heute leider kein Kratzeis dabei. Da fragt ihr, oh, was ist los, der hat kein Kratzeis, ist er krank? Nein. Ja, ich war noch nicht im Garten. Ich konnte es noch nicht abernten. Ich musste heute Morgen schon um 8 Uhr aufstehen, irgendwo hin, dorthin, dahin, an meinem freien Tag. Eigentlich uncool, aber was soll's. Geiles Wetter hier am Start. Seht es euch an. Das geilste Wetter überhaupt. Was soll man da machen? Habe ich gar keinen Bock zu streamen, ehrlich gesagt. Chill ich lieber draußen, aber für euch Leute, für euch streame ich da draußen. Und mal schauen, heute kommt Daisy. Welche Mod? Das ist noch ungeplant. Vielleicht kommt heute Epoch. Wir haben ein geiles Event geplant. Ihr fragt mich immer, was ist noch geplant? Ich kann sagen, wir möchten einmal Sektor B raiden auf Origins, was wir am Wochenende machen irgendwann. Und irgendwann, was heißt irgendwann? Irgendwann während dieser Woche werden wir hingehen und ein Epoch Taviana Event machen. Obwohl nicht Taviana, eine Epoch Napf Island Event. Wir haben da schon einen Server zusammengefunden, wir haben uns so mit Admins kontaktiert, ja, so kommuniziert und sowas, bla bla. Und was ist denn hier los? Da sind hinten ein paar Hühner und die labern mich von der Seite an. Nein. Und wir haben auf Napf so ein kleines, aber geiles Event vor sozusagen. Wir bekommen von den Admins ein paar Sachen gestellt. Ein paar besondere Waffen, die es sonst nicht gibt, ein paar bisschen so ein Goldlaster und so, ein paar andere Autos. Und wir beschützen diesen Goldlaster. Und die Stream-Zuschauer und die Stammserver-Spieler, die greifen uns an und können sich das Ganze erobern. Also sozusagen, wir sind sozusagen so eine kleine Verteidigungseinheit, die da, oder ja, wie kann man sagen, so eine kleine Escort-Einheit, ne? Und die anderen sollen uns alle angreifen, so. Und die, die das gewinnen, können halt das ganze Gold behalten, die Waffen behalten, die es sonst auf dem Server so nicht gibt. Finde ich ganz cool. Wann das stattfindet, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Auf jeden Fall noch während dieser Woche. Ja, sonst, Leute, schaut es euch an. Schaut euch das geile Wetter an. Ich lege mich gleich einfach auf die Wiese. Mein Hund ist schon erschöpft, atmet wie sonst was, aber ist noch. Nee, der ist noch voller Power. Egal, Leute. Wir hören uns heute Abend. Ciao.